Uhren verkaufen, aber wo? eBay, Chrono24 oder einfach rumfragen und es wild versuchen? eBay Kleinanzeigen, Horrorgeschichten, Unsicherheit, Betrüger, man hat so vieles gehört, wie macht man es richtig? In diesem Video erzähle ich von meinen Erfahrungen, wie ich es mache, wo ich gute, wo ich schlechte gemacht habe und worauf ich achte. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Uhren verkaufen. Manche tun es nie, manche tun es regelmäßig, ich tue es hin und wieder. Worauf achte ich beim Uhrenverkaufen? Nun ja, als allererstes achte ich darauf, kein Geld zu verlieren. Zumindest keinen Totalverlust. Grundsätzlich verliere ich eigentlich fast immer Geld, wenn ich Uhren verkaufe, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, beim Uhrenverkaufen gibt es ein paar ganz grundsätzliche Fragen, die man sich stellen muss und über die man Klarheit haben muss, bevor man in die tatsächliche Umsetzung geht. Und die erste Frage ist, an wen verkaufe ich? Verkaufe ich an eine Privatperson oder verkaufe ich an einen Händler, der gebrauchte Uhren ankauft, um sie dann bestenfalls mit Gewinn weiter zu verkaufen, oder gebe ich sie in Zahlung, was auch bei einem Privatgeschäft sein kann oder eben aber auch bei einem Händler. Ein Händler muss Gewährleistung geben auf die Uhren, die er später verkauft und gegebenenfalls gebraucht angekauft hat. Er muss Gewinn machen, er muss Steuern zahlen, das heißt, er kann normalerweise nicht so viel bezahlen, wie es theoretisch ein privater Ankäufer könnte. Dafür muss man aber auch die Gegenseite sehen, denn wenn ich eine Uhr von einem Privatmann kaufe, bin ich persönlich nicht bereit, so viel dafür zu bezahlen wie bei einem Händler, eben weil der Privatmann Gewährleistung ausschließen kann und normalerweise auch nicht die Möglichkeiten zur Durchsicht hat, die ein Händler mit einem festangestellten Uhrmacher hat. Das heißt, der Kauf bei einem Händler ist immer einen Tick sicherer als bei einer Privatperson, insbesondere wenn man den Händler kennt und ihn recherchieren kann. Das ist also die erste ganz grundsätzliche Frage, die man sich stellt. Verkaufe ich an Privat oder an einen Händler? 90% meiner Uhren habe ich an Privatleute verkauft. Und da kommt dann die zweite Frage. Tausche ich die Uhr, gegebenenfalls mit Zuzahlung, egal in welche Richtung, oder verkaufe ich die Uhr nur? Ich mag nicht ausschließen, dass ich mal getauscht habe und mal zugezahlt habe, aber ich würde sagen, 99% meiner Uhren habe ich nur verkauft, einfach weil das schneller und problemloser geht, als wenn man ewig nach einem bestimmten Tauschpartner sucht. Das ist also das Umfeld, in dem ich mich bewege und in dem ich Erfahrung gesammelt habe. Ich habe im Wesentlichen über 4 unterschiedliche Plattformen verkauft. Das ist einmal eBay, dann eBay Kleinanzeigen, dann über Chrono24 und über den Marktplatz im Uhrforum. Einige wenige Uhren habe ich auch direkt verkauft, weil es sich aus einem Gespräch heraus ergeben hat oder aber an einem Stammtisch ein angeschlossener Marktplatz stattgefunden hat. Das heißt, es sind eigentlich 5 Szenarien, in denen ich Uhren verkauft habe. Bevor ich auf die einzelnen Szenarien oder Plätze, Möglichkeiten, Optionen im Einzelnen eingehe, möchte ich sie kurz gegeneinander abgrenzen, denn es gibt einige ganz wesentliche Unterschiede bei den einzelnen Plattformen. eBay ist wohl die größte und bekannteste. Über die Zahlungsabwicklung über PayPal hat man eine vergleichsweise hohe Sicherheit. eBay legt einige Mühen darin, die Plattform sicher zu gestalten. eBay ist aber so groß, dass es jede Couleur an Käufern anlockt. Die Ehrlichen sowie die Unehrlichen. Das muss man einfach wissen und die Unehrlichen sind auch durchaus in der Lage, die von eBay eingebauten Sicherheitsmechanismen auszutricksen. Das heißt, hier habe ich selten beruhigt mit einem guten Gefühl verkauft, sondern ich habe immer ein kleines bisschen Grummeln gehabt. Mir ist nie was passiert. Ich habe aber auch manche Uhren nicht verkauft, wenn mein Bauchgefühl nicht gestimmt hat. Das ist übrigens eine ganz grundsätzliche Sache, so wie ich meine Verkäufe angehe. Ich analysiere alles vom Kopf her. Hat
der potenzielle Käufer plausible Angaben gemacht? Kann ich verschiedene Angaben nachprüfen? Stimmt der Name? Kann ich ihn in eventuell Foren finden? Kann ich ihn googeln? Was macht er? Können wir telefonieren? Erzählt er mir am Telefon etwas, was ich auch über Google gefunden habe? Das sind so Sachen, die ich gerne mache, wenn es um etwas mehr Geld geht. Ich analysiere mit dem Kopf und entscheide final mit dem Bauch. Und wenn ich im Bauch ein schlechtes Gefühl habe, dann überstimmt der Bauch den Kopf und ich mache diesen Deal nicht. Und damit bin ich bisher eigentlich immer wirklich gut gefahren. eBay Kleinanzeigen klingt ähnlich, ist aber was ganz anderes. eBay Kleinanzeigen ist letztendlich nichts anderes als das Zettelchenbrett im Supermarkt, wo man ein Zettelchen dran bappt, verkaufe Fahrrad. Und alles, was damit zu tun hängt, die gesamte Abwicklung, das Treffen, die Verabredungen, die Zahlungsmodalitäten, alles das ist ausschließlich zwischen den beiden Vertragsparteien, Käufer und Verkäufer. eBay Kleinanzeigen hält sich da komplett raus, unterstützt das Ganze auch nicht, so wie es bei eBay der Fall ist, weswegen ich persönlich bei eBay Kleinanzeigen ausschließlich ohne Ausnahme nur persönliche Übergaben mache. Hier wird niemals etwas verschickt, hier gibt es keine Vorkasse, kein Konto, keine Teilzahlung, nichts dergleichen. Wenn ich mich irgendwo treffen kann und mir den Käufer angucken kann, das Geld sehen kann, es vielleicht sogar mit einer Blaulichtlampe oder einem Stift prüfen kann, dann funktioniert das Ganze und dann können wir auch gerne den Deal abschließen. Ich fahre da übrigens auch nie alleine hin. Ich bin immer zu zweit mindestens, manchmal auch zu dritt. Wir sitzen nicht immer an einem Tisch, aber ich bin nie alleine bei solchen Sachen, einfach weil auch ein paar hundert Euro für eine günstige gebrauchte Uhr leider so manche dunkle Gestalt anlocken. Auch bei eBay Kleinanzeigen gilt das Gleiche wie bei eBay. Die Plattform ist so groß, dass es jede Couleur an möglichen Käufern und natürlich auch Verkäufern anlockt. Die Guten wie die Bösen. Auch hier entscheidet das Bauchgefühl. Jetzt kommen wir zu den Plattformen, wo aus meiner Sicht es wahrscheinlicher ist, Sicherheit gibt es nie, aber wahrscheinlicher ist, tatsächlich an einen Uhrenliebhaber zu kommen. Das ist Chrono24 und das ist der Marktplatz des Uhrforums. Warum ist es wahrscheinlicher? Es geht nur um Uhren und da tummeln sich Leute, die in aller Regel ein gewisses Fachwissen mitbringen. Und so zeigt sich auch im Gespräch relativ schnell, ob sich jemand auskennt oder nicht. Apropos Gespräch, ganz wichtiger Punkt, ich versuche immer mit dem Käufer oder auch Verkäufer zu telefonieren und persönlich mit ihm zu reden. Ich habe bisher nur sehr günstige Uhren ausschließlich auf der Basis einer schriftlichen Kommunikation verkauft. Normalerweise will ich einen persönlichen Eindruck haben und das geht am besten per Telefon oder vielleicht sogar per Videochat. Die Plattform Chrono24 ist eine kommerzielle Plattform, die kostet Geld. Dafür gibt es einen Treuhandservice. Die Uhren werden also erst verschickt, das Geld auf ein Treuhandkonto ausgezahlt. Es gibt also tatsächlich eine Mittlerfunktion von Chrono24, um den Zahlungsfluss sicherer zu gestalten. Man muss sich doch noch anmelden. Man muss bestimmte Fotos einstellen, die Chrono24 vorgibt, sodass auch hier eine höhere Sicherheit besteht, dass man die Uhren tatsächlich hat, die man anbietet und keine Uhr mit geklauten Bildern anbietet und dann einen Backstein verschickt. Absolute Sicherheit, wie gesagt, gibt es nie, aber es ist sicherer als eBay Kleinanzeigen und auch sicherer als eBay. Der Marktplatz des Uhrforums ist wieder etwas ganz anderes. Natürlich tummeln sich hier private Käufer und Verkäufer und auch kommerzielle Käufer und Verkäufer, Händler, die aber nach meiner Einschätzung einen geringeren Teil ausmachen. Der Großteil sind Uhrenliebhaber, Nerds, Sammler, Enthusiasten, die sich einfach aus Begeisterung mit diesem Thema beschäftigen und Uhren dort gebraucht kaufen oder verkaufen. Und da habe ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass es auch im Uhrforum schon Betrügereien im größeren Stil gegeben hat. Ich habe einen Podcast mal mit dem Marc gemacht, dem Moderator
der Forumsleitung des Urforums, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Und es ist erstaunlich, welche Summen dort betrügerisch umgesetzt werden. Gemessen an dem Gesamtumsatz des Marktplatzes ist es aber verschwindend gering. Und mein Gefühl dort ist ein wirklich gutes. Die Reichweite ist groß. Das Untereinander ist immer noch sehr angenehm, auch wenn der Einstellprozess mittlerweile etwas komplizierter geworden ist, aber das sind alles nur Sicherheitsmechanismen, um den Marktplatz so sicher wie möglich zu machen. Ansonsten gilt für den Marktplatz des Urforums Ähnliches wie für eBay Kleinanzeigen. Es ist ein schwarzes Brett, an dem Anzeigen angepinnt werden. Die komplette Abwicklung liegt ausschließlich in der Verantwortung von Käufer und Verkäufer. Das für mich angenehmste ist der Verkauf direkt an Freunde, Bekannte, Sammlerkumpel auf einem Stammtisch oder aber über Direktnachrichten in den Foren, sofern es sich aus einem Gespräch ergibt. Die Reichweite hier ist natürlich vergleichsweise gering. Dafür ist die Abwicklung die mit Abstand angenehmste, die man sich vorstellen kann. Man kennt sich entweder schon persönlich oder aber aus langen Gesprächen, Mails, Chats, was auch immer. Dann trifft man sich und das Risiko, hier über den Tisch gezogen zu werden, empfinde ich als ausgesprochen gering, weil der Aufwand, den ein Betrüger in einen solchen Betrug stecken müsste, ungleich höher ist durch den lang andauernden persönlichen Kontakt im Vorfeld. Ja, das sind die Plattformen, auf denen ich normalerweise verkaufe. Wie sieht es preislich aus? Und hier unterscheiden sich die Plattformen ebenfalls signifikant. Das Urforum bzw. der Marktplatz des Urforums ist kostenlos. Direktverkauf, Marktplätze an Stammtischen, Verkauf an Freunde, Verwandte, Bekannte ist ebenfalls kostenlos. Und auch eBay Kleinanzeigen ist kostenlos. Diese drei genannten Plattformen, Urforum, Direktverkauf und Kleinanzeigen, sind übrigens auch Plattformen, die nach meinem nicht juristisch untermauerten Verständnis von der neuen Steuergesetzgebung nicht betroffen sind. Das ist aber nur meine Meinung und jeder, der jetzt in die Kommentare schreibt, wie es ist, möge das bitte nur tun, wenn er ausgebildeter Jurist ist und sich in diesen Sachen auch auskennt. Halbwissen habe ich selber genug. Lass uns da auf die Juristen vertrauen. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben, gerne ein Abo, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr. Was ist aber mit den anderen beiden Marktplätzen, mit eBay und Chrono24? Beide kosten Geld. Und bei eBay ändert sich immer mal wieder was. Und ich habe extra für dieses Video recherchiert. Ich lese mal vor, weil das Video kommt irgendwann jetzt Mitte März 2023 raus. Und ich habe in Vorbereitung auf dieses Video bei eBay recherchiert. Der Verkauf von Artikeln auf ebay.de ist ab dem 1. März 2023 innerhalb Deutschlands kostenlos. Das ist der erste Satz, der dann steht. Und dann folgen 2,5 DIN A4 Seiten mit Ausnahmen. Wenn ihr besondere Bilder wollt, wenn ihr mehr als 320 Angebote im Monat erstellt oder andere Angebote, wenn der Käufer im Ausland sitzt, wenn ihr Versand ins Ausland zusagt, wenn ihr irgendwelche Zusatzoptionen haben möchtet, wie zum Beispiel Galerie Plus, was auch immer das ist, wenn ihr mehr als 24 Fotos hinzufügen wollt, wenn ihr einen Mindestpreis bei der Auktion festlegt, alles das kostet dann doch etwas. Wenn ihr Untertitel, eine zweite Kategorie haben möchtet, wenn ihr eine nicht öffentliche Bieterliste haben möchtet, alles das kostet etwas. Ich kann das unmöglich an dieser Stelle auflisten. Es ist nicht mehr so, dass eBay unmittelbar furchtbar teuer ist, wie es wohl letztes Jahr gewesen ist oder noch letztes Jahr gewesen ist. Ich habe länger schon nichts mehr über eBay verkauft, aber es gibt jetzt, wenn ich den ersten Satz nochmal zitieren darf, die Option, innerhalb Deutschlands kostenlos zu verkaufen. Der Verkauf von Artikeln auf ebay.de ist ab dem 1. März 2023 innerhalb Deutschlands kostenlos. Das ist für mich eine totale Überraschung und vielleicht steige ich tatsächlich mit der einen oder anderen Uhr testweise
doch nochmal auf eBay ein, einfach um es auszuprobieren. Man darf dann halt nur nicht ins Ausland verkaufen und keinen Versand ins Ausland anbieten, denn da fallen dann Gebühren an, wenn ich diese ganze Aufstellung richtig verstanden habe. Chrono24 ist auch kostenlos, zumindest auf der Angebotsseite, also anbieten kann ich kostenlos. Wird die Uhr verkauft und es kommt zum Abschluss, dann fallen allerdings Gebühren an. Das heißt, ich kann Uhren risikolos einstellen und anbieten. Werden sie nicht verkauft, zahle ich auch nichts. Das finde ich eine ganz gute Lösung, denn so gehe ich nicht in eine Kostenfalle für schwer verkäufliche Uhren. Das finde ich prima. Was kostet denn jetzt Chrono24? Chrono24, ich zitiere jetzt, schreibt, die Verkaufsprovision von 6,5% wird erst nach dem erfolgreichen Verkauf über Chrono24 fällig. 6,5%, das klingt zunächst mal nicht viel. Wenn man aber in einen vier- oder fünfstelligen Bereich kommt, dann ist das doch schon ganz ordentlich Geld, was Chrono24 hier für eine Uhr bekommt. Dafür hat man eine relativ sichere Abwicklung, eine große Reichweite und den Chrono-Treuhandservice inkludiert. Das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, wie er es machen möchte. Was ist jetzt mein Fazit? Mein Fazit, wenn ich eine Uhr verkaufe, ist mein allererster Ansatz, meine mittlerweile gewachsene, aber absolut immer noch relativ geringe Reichweite auszunutzen und mich in meinem Umfeld, Stammtischforen umzuhören, ob ich das, was ich verkaufen möchte, nicht direkt jemandem anbieten kann, ohne über eine andere Verkaufs-, Vertriebs- oder Angebotsplattform gehen zu müssen. Mein zweiter Schritt ist dann ganz klar, auch wenn es etwas komplizierter geworden ist, der Marktplatz im Uhrforum. Mein dritter Schritt ist dann eBay Kleinanzeigen, einfach weil das auch kostenlos ist. Da weiß ich aber genau, der Käufer muss bereit sein zu fahren, ich muss bereit sein zu fahren oder wir müssen zufällig in der Nähe wohnen. Ansonsten würde ich da nicht abwickeln. Ich habe bisher 2 oder 3 Uhren über eBay Kleinanzeigen verkauft. Das hat auch prima funktioniert. Gemessen an der Vielzahl der Uhren, die ich schon verkauft habe, ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. eBay habe ich die letzten Jahre gemieden, weil es mir zu teuer war. Ich bin dann 1, 2, 3 Mal bei Chrono24 gewesen. Ihr seht also daran, dass das auch Plattformen sind, die ich zwar nutze und wo ich auch Erfahrung gesammelt habe, aber mein Hauptschwerpunkt liegt ganz klar auf dem Direktverkauf und auf dem Marktplatz des Uhrforums, auch wenn das beides keine abgesicherten Kanäle sind. Ich verlasse mich einfach auf mein Bauchgefühl, mein Bauch ist groß genug. Bislang bin ich nicht auf die Nase gefallen. Wichtig ist einfach immer, sich zu vergegenwärtigen, Gier frisst Hirn, wenn man zu viel will oder der Deal zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist er in der Regel auch zu gut, um wahr zu sein. Und dann lässt man am besten die Finger davon. Lieber 50, 100 oder 200 Euro weniger bekommen, als den Totalverlust der Uhr oder des Geldbetrages in Kauf zu nehmen. Das war immer meine Devise, damit bin ich gut gefahren. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz, den ihr übernehmen könnt oder schon übernommen habt. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.